So, hallo, schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Rotonis Gaming Area. Ja, wir üben weiter für den 24-Stunden-Challenge-Stream. Und jetzt kommen die alten Klassiker raus, die ganz alten. Wir spielen als erstes das Spiel White Noise Online. Und ich habe mir natürlich drei weitere lustige Recken, damit wir zu viert durch das Spiel kommen, gesucht. Das ist zum einen der gute Gray. Hey, Gray. Der gute Nox. Hallo. Und der gute Wolf. Ja, wir sind die drei lustigen vier. Ihr seid die drei lustigen vier, mit mir sind wir sieben. Was? Korrekt. Ich Börchen. Bin der Meinung, Hutz zählt als zwei. Mittlerweile. Das ist höhere Mathematik. Also der Schlimme ist, wenn ich dreistellig werde, zähle ich mich definitiv als zwei. Als zwei Jamies. Als zwei Jamies. Das sowieso. Wenn du dreistellig wirst, zählst du dich doppelt. Wait. Ja, wenn ich jetzt ist endgültig alles kaputt. Richtig. Wenn ich dreistellig werde, zähle ich mich doppelt. Das bedeutet, dann zähle ich für sechs. Trink mal was, jetzt schon. Oh, warte Gott. Mal. Zum Wohl. Ah, deine Logik ist bestechend wie ein horstiges Schwert. Also. Wie ein horstiges, so wie Horst. Ein Horstig. Ein horstiges. Ich finde ein horstiges Schwert besser. Elektriker Horst? Ja. So. Genauso wie Gabelstaplerfahrer Klaus. Na, den fand ich witziger. Meinst du? Ja. Der war einfach so abstrus. Ja gut. Das sind beide. Das Lustige ist, Staplerfahrer Klaus habe ich ja auch in meiner Ausbildung zum Speditionskaufmann gezeigt bekommen. Weil man ja auch auf der Halle tätig ist, um Hubwagen oder mal mit einem Stapler Sachen durch die Gegend zu fahren. Oder einem Flurfördergerät. So. Aber nichtsdestotrotz. Flurförderfahrzeug. Ja, ich habe dazu sogar einen Schein irgendwo mal gehabt, der wahrscheinlich nicht mehr gültig ist. So, White Noise. Geht das über Auto Capture? Das geht nicht über Auto Capture. Natürlich geht es nicht über Auto Capture. Warum sollte das auch über Auto Capture gehen? Wo ist White Noise? Mit den Indie Games. So. Oh, wow. Discord Updates zu nehmen. Aha, jetzt. Hi, Desrike, grüß dich. So, wer White Noise nicht kennt, kriegt eine kleine Information. Also jetzt nicht ihr Spieler kennt das ja, aber meine Zuschauer nicht. White Noise bedeutet, wir werden von einem Slenderman, also einer bösen Gestalt, im durchs Dunkle verfolgt. Wir suchen Tonbänder. Und zwar Tonbänder, auf denen weißes Rauschen drauf ist. Nein, eigentlich kein weißes Rauschen. Irgendein ein Fluch. Aber wir hören nur ein weißes Rauschen. Und dann damit kriegen wir mit, ob wir in der Nähe sind davon oder nicht. So. Gucken wir mal, ob das war jetzt doch ein bisschen rudimentär zusammengefasst. Ja. Also wir spielen zum Beispiel nicht gegen den Slenderman, sondern das ist mehr oder weniger natürlich ein Abklatsch davon. Also wir sollten den nicht zu lange angucken, der uns da verfolgt, weil das ist richtig. Sonst werden wir halt wahnsinnig. Werden wir sowieso. Das White Noise. Das ist eben immer das, was ihr vielleicht, wenn ihr noch einen Fernseher hattet, als ihr klein wart, gehört habt. Wenn ihr so den Fernseher angeschaltet habt, aber kein Programm ausgewählt habt oder einfach nichts empfangen hat. Dieses schöne Rauschen mit dem Schnee auf dem Bildschirm, das ist das White Noise. Ich versuche, genau das hören wir. Ich versuche euch einzuladen, aber ich kann nicht. Warum nicht? Das macht nichts. Es sind nicht so viele Leute gerade online. Ja, dann kommt ihr einfach zu mir rein. No games found. Was? Oh Gott, ist das laut. Find games, no games found. Okay, achso, wir waren ja irgendwie vor einem Jahr oder so mal nach einem Dreivierteljahr, glaube ich, die Ersten, die das gespielt haben. Ja, oder ja, so. Das ist richtig. Ich mach dann einfach ein Public Game auf. So. Aber ich kann halt keinen inviten. Ich weiß nicht, warum ich euch nicht inviten kann. Invite geht nicht mehr. Vielleicht gibt's die Server nicht mehr. Boah, das wäre jetzt natürlich böse.
Ich habe eine Lobby aufgemacht. Ah nein, der Wolf ja, ist da. Ja, ich bin auch drin. Der Wolf ist da. Jetzt fehlen nur noch die anderen zwei. Ein Nox ist da. Alles gut, ich musste nur gerade irgendwie meine Ohren wiederfinden, nachdem das Ding hier so laut war. Das ist absolut in Ordnung. Sie dürfen Ihre Ohren gerne wieder anschrauben. Nox sucht sich auch gleich einen Charakter aus. Ach, da gab es ja einen Unsichtbaren, genau. So, Gray ist auch da. Ich würde jetzt einfach die Location auf random lassen. Ist okay. Und ich nehme auch einen random Charakter. Jan, denn wenn ihr wisst, welche ihr haben möchtet, Nox, lasst ihr mir Bescheid. Ja, Nox ist aber noch am Hin- und Herklickern. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das war. Deswegen. Aber. Frag ich dich, ob du. Bist du ein random oder willst du. Oh, Gray hat einen In-Game-Voice. Ja. Gray, du musst. Keine Ahnung. Achso, das kann man im Main-Menü, glaube ich, ausstellen. Auf ja, da musst du nochmal ran, Gray. Gehen Sie nochmal ran, machen Sie nochmal das In-Game-Voice aus. Ja, ist gemacht. Derzeit hat Nox noch 12 Stunden Zeit, sich einen Charakter aussuchen. Nee, ich mache auch random. Sehr gut. Keine Ahnung. Dann starte ich jetzt den Timer. Die Zeit läuft und wir starten die Lobby. Welche Map spielen wir überhaupt? Eine random Map. Okay, wir sind im Museum. Ich sehe eine Tolle. Wer ist die Tolle, die jetzt hier genau auf die ich drauf laufe? Die hier? Das müsste ich sein. Okay. Also hier, ich blinke gerade. Du blinkst gerade. Ich kann auch blinken hier. Okay, ja, du bist... Also wer auch immer der Unsichtbare ist, der ist bei mir mit zwei Hüten, zwei Sonnenbrillen, zwei Taschenlampen angezeigt. Ja, das ist Gray. Gray ist doppelt. Gray, bist du schon dreistellig? Zählst du doppelt? nur vom Gewicht. Okay, ich laufe einfach mal mit Hutz mit. Boah, ich hab ganz vergessen, dass wenn man rennt, man die Taschenlampe nach unten zeigt. Normalerweise laufe ich immer mit Nox, da kommen wir immer gut voran, jetzt laufe ich mal mit Hutz. Ja, dann kommen wir nicht voran. Was war nochmal das Ziel, was wir machen müssen? Tonbänder finden. Okay, hier kommen wir nicht rein. Ah, dann sind wir schon am Rand der Map. Am Rand des Wahnsinns. Da war ich schon vorher. Guck mal, das ist schon das Erste. Ja, wir haben noch keins. Wir brauchen keins, die anderen machen das schon. Ist richtig. Boah, hat's mich erschreckt. Leck mich am Arsch. Das mit Ankündigung. Oh, da ist er. Ja, gesehen. Ah, sehr gut. Er ist bei den anderen, das heißt... Dann müssen wir jetzt weg, oder? Geht's gut? Nee. Einfach nicht angucken. Nicht angucken ist doof. Das Rennen ist auch irgendwie nutzlos. War das nicht, wenn man ihn nicht anguckt, dass er uns näher kommt? Nee, der macht böse Sachen. Wenn du ihn anguckst. Ich muss da aber hinlaufen. Ich muss da aber vorbei. Ja, ich glaube, deine Sanity geht dann runter, aber... Ansonsten lass mal hier lang weiter, oder? Also da, zu den Kisten. Oh, da ist er. Ach, jetzt ist er bei euch. Ja. Bin ich gut. Ist aber schon wieder weg. Also. War für einen Moment da zu sehen und. Ja, bei uns war er lang zu sehen. Ja, uns hat er lieb. Oh, da ist er schon wieder. Dann nehmen wir den anderen Weg. Boah. Geht ja auch hier mit rein. Ah ne, das ist ein anderer Raum, dadurch. Ja, aber da vorne ist ein... Ich höre was? Ein Seitengang. Da vorne ist das Tod und das dürfen wir auch nicht angucken. Handys. Irgendwo ist hier eins. Ich höre auch eins. Ja, das muss hier irgendwo liegen. Da ist es. Hab's. Weiter. Wo bist du gerade? Da. Hier ist es. Oh no, hier ist so ein Ding an der Wand. Ja. Einfach vorbeilaufen. Gucken Sie nicht das tote Mann. Nicht angucken. Beachten Sie nicht den Mann hinter dem Vorhang. Das heißt, die anderen sind in der Nähe, wenn sie den Toten gefunden haben. Ich glaube, es gibt nur eins. Muss nicht, es kann auch mehrere geben.
Sogar sagen. Der kann die ja bauen, der Kerl. Das kann er, glaube ich, nur im zweiten. Das kann der auch im ersten. Leider. Aber ich glaube, hier haben wir angefangen. Meinst du? Nee. Oder? Nee. Dann müsste hier vorne eine Absperrung sein und die ist nicht da. Wollen wir uns weiter links halten oder? Ja. Ja. Oh, ich höre was. Ja, auch was. Ja, ich auch. Seid ihr das? Macht ihr den Krach? Keine Ahnung. Türgeflüster. Hier aus der Richtung? Tür auch geflüstert. Von rechter Hand. Könnten hier runterlaufen? Ne, da unten ist nichts. Mal nachschauen? Ja. Also hier ist nichts. Ja, was? Oh, ja, haben wir doch schon. Ja, irgendwie was krummeln. Ja, hier müssen wir schon gewesen sein. Das sieht irgendwie aus wie so ein Hub. Also hier, oh, weiß nicht, ob wir da durchkommen. Ist, ein Totem. Oh, fuck, hinter uns ist er. Gut. Aber hier ist wieder was, irgendwo ein Rauschen. Ja, direkt da ist es. Vorne. Okay, hast du genommen? Nee, ich habe versehentlich E gedrückt. Mit was sammle ich nochmal auf? Mit E nimmt man's auf. Mit E, ich habe versehentlich F gedrückt. Also. Meine Lampe flackert, was soll das? Dann ist die schon fast leer. Terrakotta-Armee vor uns. Oh, das Terrakotta, ja, da sind wir auch. Okay. Wie seid ihr gelaufen? Immer links an der Rand, am Rand, immer oder? Linke Hand gehalten. Okay, wir haben uns immer rechte Hand gehalten. Dann lassen wir uns immer rechte Hand und ihr macht weiter linke Hand. Ja, aber so kommen wir nicht. Oh, da ist er wieder hinter dir. Ja, dann lass mal hier da. Richtung Mitte marschieren. Okay. Jetzt demnächst mal tot, oder? Bitte was? Muss ich hier ohne Lampe durch die Gegend laufen nachher? Hä? Wieso mir ohne? Nur wenn die flackert und ihr sagt, die ist dann demnächst leer. Da war ja nee, ich glaub's. Ja gut, irgendwann ist die halt ziemlich düster. Ja, man kann halt Batterien finden. Man muss halt nur wissen, wo. War leider relativ spärlich. Wir können natürlich im ersten Teil gab es hier überhaupt gar keine. Du, sicher? Leuchtest erstmal ich und wenn es richtig schlimm wird, dann leuchte ich. Oh, wir gucken mal. Ich höre es flüstern, aber ich hab noch nichts mitbekommen. Ey. Wollen wir da lang weiter? Ja. Also gehen wir hier runter. Wollt ihr hören? Ich höre wieder hinter dir. Okay. Ja, ich habe mal angeguckt. Dann immer noch. Da ist der Rekorder vor uns. Yay. Ah, nach rechts rum immer. Ach, da war. Ja. Also hier geht's weiter. Okay, mein Licht fängt jetzt auch an zu flackern. Ich brauche mal gerade eine Sekunde, ich muss Gray einfach mal lauter stellen, ich verstehe den einfach überhaupt nicht. Wollen wir halb-halb machen? Also mache ich jetzt mein Licht aus und du läufst weiter mit Licht? Ja, kann man machen. Ich kann es auch lauter stellen. So, oh Herrgott, ich sehe aber dein Licht nicht. Du musst hinter dich gucken. Leucht ihn an. Hast du angeleuchtet? Gut. Ja. Also man sieht irgendwie, ich sehe nicht, wenn du leuchtest. Okay. Ich hör wieder ein Rauschen. Irgendwo muss eins sein. Bist du sicher? Also ich höre ein Rauschen links. Linksseitig. Könnte natürlich auch so ein Ding sein. Ja, es ist so ein Ding. Nee, weiter geradeaus. Ich höre ihn. Ich höre ihn auch, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Ist ja echt geil, dass ihr die ganze Zeit bei Hoods umhängt. Ah, also ich habe ihn mal angeguckt. Okay. Und? Ach, der Mob ist schon öfters bei uns gewesen. Aber wir werden schon wieder. Ich habe bisher ein einziges Mal gesehen. Ich habe ihn hier schon dreimal gehabt. Also irgendwo ist er. Ich hab, ja, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe auch einmal mich gedreht. Lass uns mal hier runter rennen. Da hinten ist er. Fuck, wo wollte ich ihn jetzt hin? Da runter.
Warum ist denn der die ganze Zeit bei uns? Was soll denn der Scheiß? Mal rechts oder. Da waren wir ja. Ja, lass mal weitergehen. Okay. Viele Warnungen. Warte, ich sehe. Ich warte mal, ich glaube, ich höre was. Ja? War er noch da? Ja. Aber es kann auch einfach nur. Ah, hinter uns ist er. Atmos sein. Ja. Ist das Duster? Ja. Problem ist, du siehst mein Licht auch nicht, oder? Ne. Ich höre was. Ach, da links ist er. Nicht gut, dass er jetzt mal bei euch ist. Immer noch. Problem ist, ich höre immer noch nichts. Ah doch, da ist was. Ja, ich sehe es. Wir müssen mal wieder zurück, da hinten war irgendwie ein Recorder. Okay, wir brauchen noch, ja. Noch zwei Stück. Geradeaus weiter, würde ich sagen. Dann links rum. Ja, Gott, da haben wir, da waren wir noch. Aber irgendwie habe ich hier was gehört. Wollen wir mal nach. Hör's, aber sehen nicht. Okay. Dann war das. Rechts bei den Töpfen waren wir noch nicht. Rechts bei den Töpfen, also gehen wir nach rechts. Wo bist du hin? Ich bin hinter dir. Also ja. Hier hin. Hätte ich gesagt. Okay. Weil hier waren wir. Ich weiß nicht, ob die anderen hier schon waren, aber wir waren hier noch nicht. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ah. So. Aber ich höre auch kein Tonband. Nee, wir müssen da runter. Dann doch wieder bei der Armee vorbei. Da ist er schon wieder. Ah. Ja, wenn er bei euch ist, ist in Ordnung. Besser bei euch als bei uns. Warte aus, oder? Der ist sogar ganz cheap gespawnt, einfach hinter so einer Statue, aber er ist halt so groß, dass man das sieht. Ja, was? Mal hier lang, habe ich gemeint. Warte mal auf mich. Ja, ich warte. Geradeaus durch, ne? Ja, ich würde auch mal gucken. Ah, ja, genau, geradeaus durch würde ich auch machen. Hör was? Da ist er. Hinter der Säule. Lass mal ein bisschen schneller laufen. Was ist denn heute los? Keiner. Ich höre wieder flüstern. Aber leider kein Rauschen. Lass mal hier zum Flüstern laufen. Also hier runter. Hören. Da hinten neben uns ist er. Ah ja. Wollte ich hier runter? War hier nicht. Schon, oder? Ich glaube ja. Dann nächste Gelegenheit. Dann. Oh fuck. Und schon wieder. Jetzt redet zu viel. Wo willst du hin? Ich würde sagen, nach links, oder? Okay. Damit. Warum finden wir denn nichts? Wo muss da noch was sein? Ich glaube, ich habe dich gerade. Naja, da bist du. Ja. Nee, ich habe mich nur einmal umgedreht, weil ich hinter uns grummeln hören habe. Lass uns mal hier reingehen. Ist aber schon wieder dieser blöde X-Raum. Das ist wieder Terrakotta, also. Dann lass mal hier links. Oh fuck, hinter vor uns auf. Lass uns wieder zurücklaufen. Nee, warte, lass nicht da lang. Da lang, da lang, da lang. Lass hier runter, hier runter, hier runter. Da lang gehen. Wo ist hier runter? Hier. Da. Aber eigentlich bin ich der Meinung, wir haben alles ja, gesehen. Ja, nee, die Swings, hier ist, Swings sind, zum anderen Bereich, den wir ist, noch nicht gefunden die haben. Swings haben wir auch schon gehabt. Ja. Hier haben wir schon eins gefunden. Ja, aber wo kamen wir? Ich glaube, wir gehen jetzt nach da. Oh, fuck. Ah, der mag uns gerade. War hier? Weiß wir haben hier auch nur einen Ausgang sonst. Wo denn? Wo hier drüben. Hinter dieser Platte. Oh fuck. Er bleibt aber auch bei uns. Dann biegen wir hier mal rechts ab. Gerade hier reinlauschen. Oh.
Hinter uns. Oh. Hinter uns? Ja, hier kommen wir nicht raus. Da sind wir doch wieder? Nee, sind wir nicht. Ah, jetzt sind... Alter, schon wieder hinter uns. Links. Wo bist du gerade? Ich bin bei dir. Alles gut. Mann. Lass mal hier reingehen. Aber da waren wir noch nicht, ne? Also, nee. Können wir uns mal angucken. Oh Gott, der ist ja immer noch. Geradeaus durch. Geradeaus ist nix. Ja, aber geradeaus durch. Ah ne, da gibt's keinen Durchgang. Ist er weg? Rechts lang. Dann rechts. Also ist nicht mehr da, wo er eben war zumindest. Wahrscheinlich wieder bei uns. Etwas. Jetzt sind wir wieder bei dem X. Ja, ich höre was. Da ist irgendwo ein Aufnahmegerät. Nee. Lass uns mal nach... Ah ne, da gibt's keinen Weg. Können wir noch da. Weg. Okay, ihr habt noch eins, finde ich gut. Ja, hier waren wir schon mal. So, links oder geradeaus? Ja, lass mal links. Da ist so eine Säule. Ah, das sind wieder diese 1000 Säulen, da waren wir wirklich schon. Lass uns mal die nächste Möglichkeit rechts gehen. Und dann die nächste links wieder. Also rechts, links jetzt einfach, die nächsten. Also, rechts. Lass mal nach hier rechts gehen. Das war die erste rechts. Oder die zweite rechts. Oh fuck. Und die zweite rechts gehen? Der mag mich. Keine Ahnung. Nehmen wir die hier. Ja, warte mal. Nicht weggehen. Nee, das ist das Kreuz. Hier wollen wir nicht hin. Wir wollen dahin, wo der war. Dann gehen wir dahin. Ja, aber er muss ja erstmal weg. Ja, aber der wird ja nicht, der wird ja nicht ohne Grund da im Weg spawnen. Siehst du mich? So. Ja, ich seh dich. Ich weiß ja nicht, wie ich aussehe. Also hätte ich gesagt, folge dem, was weiß ich. Oh, da ist er. Okay, da wollen wir nicht lang. Oder er lässt uns nicht lang. Dann lass uns hier rein, dann links laufen. Also dann umrennen wir ihn jetzt einfach. Also, da ist er. Ah, okay. Also ich hab... Jetzt kommt der linke Hand wahrscheinlich. Weil da war jetzt der Sound. Nee, er ist hinter uns. Oder hinter uns, sehr gut. Okay, ich will nämlich hier in den Raum hier rein. Okay. Jetzt ist er weg. Ah, das sind schon wieder die Bänke. Nee, das ist auch wieder falsch. Dann lass uns wieder nach rechts. Oh Gott, jetzt ist er da auf der linken Seite. Lass uns gleich hier wieder rechts gehen. Wo gehen wir jetzt hin? Hinter uns. Auch falsch. Lass mal hier nach rechts marschieren. Ja, ist egal. Wir laufen jetzt querfeld ein und hoffen, dass wir was finden. Ja, ich würde den nächsten wieder links gehen. Jo. Auch wenn ich die Befürchtung habe, dass wir schon mal hier waren. Nein, nicht hinter uns. Meinst du, hier können wir geradeaus durch? Vor uns. Können wir machen. Oh, fuck. Bin ich in der Nähe. Was? Bist du gerade wahnsinnig geworden? Ich werd gerade wahnsinnig, ja, weil ich ihn zu oft jetzt angesehen habe. Da ist das letzte Teil. Das letzte Teil? Ja. Ja. Sehr gut, dann haben wir gewonnen. Okay. Oh, hinter uns. Inno? Ja, wir haben gewonnen. Aber, jetzt. Ah, ich werde ja jetzt trotzdem wahnsinnig. Gut, 17 Minuten und das waren jetzt 8. Nox ist die längste Distanz gelaufen. Nox hat einmal... Ich hab von den Dingern aufgesammelt. Nee, ich war's gar nicht, der geschrien hat. Du hast geschrien. Du hast geschrien. So, jetzt können wir uns das Replay noch angucken. Alter Schwede. Das war ein Überschallknall gerade draußen. Ja, ist das Gewitter bei euch jetzt mit dem... Mit dem Riesengewitter? Ja. Das hat richtig Druck gehabt gerade. So, jetzt tun wir uns gleich treffen. Ja, das war ja eigentlich schon ziemlich effizient. Ja. Ja, vor allem, wir sind halt einfach euren Weg dann gelaufen dadurch. Und jetzt gehen wir rein.
und laufen auch wieder euren Weg. Ja, und dann sind wir nur im Kreis. Verfolgungsjagd! Wir kriegen euch! Ja, so effizient waren wir nicht, Wolf. Wir sind irgendwie immer... Ja, ich meine, da unten den Bereich, da war noch keiner drin. Da haben wir ein paar Räume gesehen, in denen noch keiner war. Ich finde, das ist auch effizient. Ja, also ganz oben links war keine Sau. Okay. Erste Runde abgeschlossen. So, machen wir jetzt direkt ein anderes Game, oder? Nee. Die Zeit ist ja noch nicht abgelaufen. Wie viel Zeit denn? Ja, 30 Minuten. Deswegen, wir haben jetzt noch 10 Minuten übrig. Deswegen. Den Random Charakter. Ja, 10 Minuten schaffen wir das doch nicht noch. Ja, aber ich weiß, wie viel, es geht mir nur darum, wie viel Tonbänder ich schaffe. Also, ihr nehmt jetzt einfach die, gut. Pech, wir starten. Aber dann, mach doch mal eine andere Location noch, oder? Wieso? Das ist doch random. Aber wir sind jetzt schon wieder im Museum. Komm, mach rechtes ab, mach neu. Ja, ist okay. Warte mal, Exit. Okay. Oh, dann muss ich nochmal ein neues Spiel öffnen, dann müsst ihr jetzt schnell reinkommen. You are dead. Ja, wir packen dir einfach da eine 30 Sekunden auf den Timer drauf. Und rein. Komm nicht raus. Drück Enter. Ah. Komm nicht raus, drück Enter. Das ist auch was man selten hört. Ja, es ist halt leider so. So, wir starten. Entschuldigung, ich hab's mit Escape probiert. Ja, ich auch am Anfang. Es hat nicht funktioniert. Ist doch kein Escape Room. So, Wer ist der hier, der wächst vor mir wegrennt? Weiß ich nicht, ich hab hier jemand anders. Ich blinke. Gnädige Dame. Ah, dann stehe ich vor dir, Hutz. Gut, dann gehen wir jetzt nach da unten. Du bist das Wolf mit der Knochenmaske? Ja, es kann sein, du bist eine Dame, die aussieht, als könntest du mal wieder was essen. Here's a lady. Yeah, here's a lady. Machen wir jetzt rechts halten? Ja, wir machen rechts halten, würde ich sagen. Oh, da ist ein Totem. Schade. Willst du da rein? Ich will hier rum. Okay. Lass mich doch von so einem Totem nicht aufhalten. Bist du hinter mir? Nö. Ich bin einfach andere Seite rum. Ich dachte, die ist ein Beispiel. Ja gut, wenn du das Ding nicht anguckst, ist wurscht. Und dann schreit der Wolf wieder. Wir müssen ja auch irgendwie rüberkommen. Ja, da liegt ein... Ah, da drüben ist die Brücke. Ist die Brücke. Ich höre was. Die Brücke. Hm. Hörst du das Flüstern auch? Ja. Aber leider höre ich keinen Frontband. Die anderen haben schon eins. Schön. Nö, hinter uns ist aber nicht. Wo lang willst du? Eher da lang. Ich will weiter geradeaus. Erstmal. Richtung der Giftmüllfässer. Ja. Alles klar. Also. Ich meine natürlich Wolfs gestapelte Pizzakartons. Nein, das sind eindeutig Müllfässer. Was? Deine Pizzakartons sind eindeutig Müllfässer? Da sind deine Pizzakartons drin. Aber erst wenn ich so weit. Problem ist, wahrscheinlich hat der Wolf ganz viele Tiefkühlpizzakartons. Jo, da ist es. Direkt an dem Zug hier. Direkt hier. Ja, habe ich. Sehen auch kein Problem mit. Okay, wir haben eins. Denn auch von der Oetker Mafia oder von Wagner? Oder sind es die Billigen aus dem Lidl? Okay, also wir sind hier gerade an der Zugstation. Wo seid ihr? Wolf, du musst irgendwo auf gesunde Ernährung achten. Hol dir gefälligst die teure Tiefkühlpizza. Sobald ich im Lotto gewonnen habe. Das habe ich mir fest vorgenommen, im Lotto zu gewinnen. Und dann gibt's Tiefkühlpizza, ja? Ja, dann gibt's die gute. So, lass mal hier rüberlaufen. Ach, guck mal. Nee, ich gewinne den Euro-Jackpot, dann besorge ich mir einen Koch, der mir Pizza persönlich macht.
Ich lass mir extra so einen Pizzabäcker ein. Der macht dann für dich die 5 Minuten Pizza. Ja, die Tiefkühlpizza. Hier irgendwo. Ich höre was. Ja. Also ich höre hier nichts mehr. Ich glaube da. Oh. Erschrecken Sie mich doch nicht immer so. Weißt du, du erschreckst dich jedes Mal, obwohl jemand sagt, ich höre ein Tonband. Da ist es. Ja. Ich erschreck mich hier. Ich bin total schreckhaft. Kann ich auch nichts dafür. Nee, ich geh noch. Okay. Lass uns mal noch ein Stück weiter gehen. Mal gucken, was da am Ende von dem Gang ist. Oh, ich höre was. Ist der bei uns? Nee. Ich hoffe nicht. Ich bin dafür, der Wolf sollte 5 Euro im Lotto. Ich lauf. Und bin außer Atem. Was soll ich? Du sollst 5 Euro im Lotto gewinnen, damit du. Ah, da ist ein Totem. Ist ein Totem. Ja. Oder sogar 2, wenn sie im Angebot sind. Guck mal hinter uns. Ist nix. Okay. Ich höre was. Da ist was zu hören, aber ich fürchte, es ist ein Totem. Okay, wir können hier nach links gehen. Meinst du, das ist wieder der gleichen Ecke? Sieht ein bisschen anders aus, oder? Ja, sieht anders aus, aber trotzdem nur ein scheiß Totem. Ja. Den nicht. Okay, wir gehen jetzt zu... Wart ihr bei drei Fässern aufeinander gestellt? Wow. Drei Fässer? Oder drei Kisten aufeinander gestellt? Nee. Da ist noch ein Totem, Alter. Wir sind am UFO. Am UFO seid ihr. Ja, weil wir laufen jetzt zu was auch immer drei Dinge aufeinander gestellt ist. Ihr seid am UFO. Er ist auch am UFO. Er ist auch am UFO. Wir haben noch gar nicht gesagt. Tonband ist auch am UFO. Mit uns will er gar nicht agieren. Uns nicht erschrecken. Ja, sehr gut. Jetzt habe ich mich nicht erschreckt. Okay, wir sind bei der Bibliothek. Da waren wir schon. Ihr wart schon bei der Bibliothek? Ja. Okay. Rechts oder geradeaus? Dann, Gray, lass uns wieder zurück. Wenn die schon an der Bibliothek waren. Dann macht's ja kein... Ah, nee, warte mal, das ist gar keine Bibliothek. Hier ist eine Kistenlage. Okay, wir gehen doch hier rein. Bei uns war es ein Archiv, oder ist er? Und ja, es könnte auch ein Archiv sein. Deckung, ein bisschen warten. Ich würde ihn einfach nicht angucken. Okay, ich habe ihn gesehen. Ja, man kann ja einfach einen Moment warten und dann, ja. Dann ist er ja weg. Was ist das für ein Ding? Da waren wir noch nicht. Ich glaube, wir sollten beim Zug, wir sollten nochmal über den Zug gehen. Hier, Gray, lass uns drehen. Wir sollten beim Zug auf die andere Seite gehen. Entweder das oder hier in den Gang rein. Ja, hier in der, das könnte sein. Ja, wir müssen jetzt nochmal zurücklaufen. Irgendwie EDV anscheinend. Auch nicht so ganz klar. Wir gehen hier rechts hinter. Ja. Weil ja, das einfach mal geradeaus weiter, oder? Also. Weil andere Richtung beim Zug macht mehr Sinn, weil dann sind wir auf der anderen Seite von den Schienen. Das ist schon mal gewesen, ne? Ja. Aber wir sind nicht nach rechts, wir sind geradeaus, also wir können schon hier lang gehen, oder? Ja, ich denke schon. Was ist denn das hier? Rakete? Wart ihr bei der Rakete? Wir waren beim UFO. Rakete, nee. Ja, dann gehen wir mal Richtung Rakete. UFO, bei UFO. Boah, welche Richtung ist Rakete? Hier wird eins sein, ich höre was. Ah, ja. Ich höre auch eins. Achtung, Hutz. Okay, bei der Rakete ist auch was. Hier ist es. Wollen wir nochmal nach der EDV gucken? Können wir machen. Okay, wir haben noch 3 Minuten. Wir gehen jetzt wieder zum Zug. Lass uns wieder zum Zug, Gray. Wo willst du hin? Hier. Ich weiß nicht, ob es halt besser war. Folge mir, Gray. Hierher, hierher. Aber dann gehen wir da lang. Also dann wieder an dem U-Boot-Lager vorbei und dann links. Ja. Wir gucken, dass wir jetzt wieder zum Zug kommen. Okay, also. Linke Hand ist es irgendwo. Zumindest hört sich danach an. Ich glaube, jetzt sind wir bei einem Archiv. Ne, jetzt sind wir bei den Gefangenen. Ne, wo sind wir denn jetzt? Hier müsste es dann zur EDV gehen. Oh shit, ja. Meine Taschenlampe fängt an zu spinnen. Ah ja, jetzt sind wir beim Zug wieder. Ich will nämlich auf die andere Seite vom Zug. Da lang. Geradeaus hätte ich gesagt. Das sieht nach Technik aus. Hinter uns. Vor uns. Und jetzt. Jeep, Alter. Jetzt nehmen wir einfach das nächste. Oh, okay, wir können da nicht rein. Dann nehmen wir den nächsten links. Alles gut, ich komme zu dir. Ist das nicht irgendwie auch schlecht, wenn der dich sieht? Ja, ja, klar. Ach, der kann mich mal. Der frühe Vogel? Ja, der auch. Ja, dann, wir müssen wieder auf die andere Seite. Hörst du auch was? Ja, irgendwo.
Mann. Ah. Ich hab ihn gesehen und mein Charakter hat geschrien. Ja. Das ist gut. Gibt's doch nicht. Ich hör doch was, oder? Aber irgendwie kommen wir hier nicht. Da lang gehen. Hier durch die Tür. Ich hab so das Gefühl, wir kommen hier nicht rüber. Oh, was denn jetzt passiert? Oh, damit ist das disconnected. Was denn jetzt passiert? Crash. Ja, hier ist eine Nachricht. Error. Also ich höre irgendwas. It's dangerous. Wahrscheinlich to go alone. Das Lustige ist, ich kann es nicht zumachen. Hier war mal, oder? Nee. Nee. Doch, hier waren wir und sind dann rechts abgebogen zum U-Boot. Seid ihr jetzt noch im Spiel drin? Jetzt, ja. Ja. Wie viele Turnbänder hatten wir jetzt? Wir sind aber auf der anderen Seite raus. Fünf. Also 8 und 5. Nee, 6 sogar. 6? Okay. 8 und 6 sind 14. 14. Oh. Ja, dann legen wir noch 2 oben drauf, dann sind es 4D4. 4D4, das ist in Ordnung. Na, da ist Knast. Wollen wir in den Knast rein? Ja, warum nicht? Ja, Gray, es tut mir leid, dass ich dich verlassen habe. Wahrscheinlich wirst du jetzt gleich sterben. Ne, ich bin schon tot. Du bist schon tot? Ich bin jetzt gerade in der Halle mit Embryos. Ja, dann bist du ja noch nicht tot. Doch, aber ich kann ja, wenn ich tot bin, rumlaufen. Vielleicht daran ist schon wieder ein scheiß Totem. Ich wurde schon gefressen, weil it's dangerous to go. Ab dem Turmband. Das ist richtig. Bist 7 von 8 haben wir jetzt. Okay. Ja, aber die Zeit ist um. Ja. Ich würde sagen, ja, die Zeit ist um. Was hast du als nächstes geplant? White Noise 2. Sind wir noch fix auf installieren drücken. Also gab es Time Limit auch von der Map her, oder? Naja. Nö. Warum sind wir dann jetzt gestorben? Gray ist einfach disconnected. Nein, andersrum. Hutz ist disconnected und ich bin gestorben, weil ich alleine gelaufen bin dann. Weil dann hätten wir doch nicht verlieren dürfen. Wir haben auch nicht verloren. Seid ihr jetzt gestorben? Oder hast du das letzte Tonband gefunden und dann noch 7? Ja, wir haben nur 7, aber eins müsste noch irgendwo sein. Jawohl, wir sind ja durch mit dem Test. Ja, aber ich bin gestorben. Okay, bei mir nicht. Ja, was machst du denn bei dir gerade? Du bist in irgendeine Richtung gelaufen. Ich hab dich bloß aus den Augen verloren. Dann hat er dich wahrscheinlich gesnackt und du bist gestorben. Ja. Nom, 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 nom. It's dangerous to go alone. Ja, ich bin auch gleich hin. Kein Problem. Da könnte auch sein, dass ich relativ verreckt bin oder so von dem Totem oder so, keine Ahnung. Möglich. Ja, stimmt, wenn du wahnsinnig bist, läufst du, glaube ich, einfach blöd in irgendeine Richtung. Und White Noise 2 ist installiert. Sehr gut. Zum Glück sind die Spiele nicht groß. Das naja, wir richtig. Haben die Hälfte der Map erkundet, Wolf. Sehr gut. So. Oh Gott, ist das wieder laut. Vorschlag. Wir warten mit White Noise 2. Können wir machen. Ob wir ein Monster haben. Hm? Dann brauche ich mir nämlich einen 5. Spieler. Na dann. Dann warten wir mit White Noise 2.